Welcome to the Dog Festival. Willkommen beim Dog Festival. 欢迎光临 Dog Festival. Bienvenidos al Dog Festival. Добро дошли на Dog. Добро пожаловать на Dog Festival. Hi, mein Name ist Alex und herzlich willkommen zum DocBlog Q&A. Wir sind hier heute in der HFF und haben uns gerade den Film I'm Not Perfect von Sarah Lalou angeschaut. Und dafür erstmal herzlich Glückwunsch. Ich glaube, das war deine Premiere, ist das richtig? Richtig, genau. Ja. Ja, super. Und wie war es so, deinen Film zu zeigen? Es ist aufregend. Es ist, sind so viele Gefühle dabei, einfach da vorne zu stehen, ihn zu zeigen auch, ihn vorzustellen, den Leuten zu zeigen, die mitzumachen. Und weil er auch ein sehr persönlicher Film war, auch sozusagen sich selber zu zeigen. Das war aufregend im Ganzen. Stichwort persönlich. Ich glaube, viele von den Protagonisten kanntest du auch persönlich? Ja, ich kannte sie alle. Meine Mama war dabei. Eine sehr, sehr gute Freundin aus Nicaragua. Das war die, die Spanisch gesprochen hat. Meine Mama war die, die Französisch gesprochen hat. Es war von Lena, von meiner Kamerafrau, ihr Papa dabei. Eine sehr gute alte Bekannte. Das war die Heidi. Und ihre Schwester, die Nadine. Und dann zu allerletzt noch Katja von Garnier. Das ist eine, würde man sagen, relativ sehr gut bekannte Regisseurin. Für die habe ich jetzt die letzten Filme gearbeitet und da war das Ultimatum sozusagen, Katja, ich habe so viel für dich gearbeitet, jetzt bist du mal dran, vor meine Kamera zu kommen. Und ja, das sind so. Und dann noch zu aller guter Letzt, den hätte ich fast vergessen, der Christoph Schlottmann, den kenne ich über die Uni selber, der arbeitet da und ist auch ein sehr guter Freund von mir. Bezüglich, der Film dreht sich ja ganz viel um dieses Verlangen nach Perfektion, dieses Suche danach und dann dem eventuellen Finden oder auch nicht Finden. Was ist denn deine persönliche Definition von Perfektion und findest du selber, dass du ein Perfektionist bist? Ich bin eine Perfektionistin, das sage ich auch im Film ganz deutlich dann am Ende, das ist meine Position. Und für mich ist Perfektion nichts Erstrebenswertes. Also es ist klar, ohne etwas, was so irgendwie, woran man sich vergleichen kann, würde man nicht versuchen, sich zu verbessern. Aber ich habe das Gefühl, in unserer heutigen Generation und vor allen Dingen in unserem Alter so, versuchen wir es zu sehr, zu schnell und zu oft und vergessen uns einfach selber als Menschen dabei. Und deswegen ist für mich Perfektion etwas nicht Erstrebsames. Bleiben wir einfach mal bei dem Thema Perfektion, weil als Filmemacher ist man ja immer so bemüht wie möglich, seinen Film so perfekt wie möglich zu machen. Und das ist natürlich mit viel Zeit verbunden. Wie lange hast du an dem Projekt gearbeitet? Es hat angefangen mit dem Bachelor. Es war eine Schnapsidee, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich saß in der U-Bahn und war deprimiert wegen einem anderen Projekt, wo mir sozusagen eine Absage erteilt wurde und fingen wieder diese Gedanken an. Und saß ich halt in der U-Bahn und habe da in diesen Bildschirmen, die da manchmal flackern, diese ganzen eben Immigranten und diese Syrer, diese Nachrichten, alles kam da so und ich dachte mir so, diese armen Menschen haben nichts zu tun und ich sitze hier in der U-Bahn mit meinem scheiß iPhone, während alle irgendwie um mich herum auch nur mit ihrem Handy rumsitzen und beschwere mich wegen solchen Sachen, die so unnötig sind. Dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken und dachte mir, ja, ich versuche immer perfekt zu sein, aber warum eigentlich? So, und das war dann 2015 mit dem Bachelor. Da habe ich dann angefangen, gedreht haben wir dann Ende November bis Mitte Dezember und dann nochmal zwei Drehtage im 2016 und fertig geworden ist er erst dieses Jahr. Ja, super. Eine lange, perfekte Reise. So schaut's aus. Eine Frage, die wir eigentlich jedem stellen nach eines Interviews, ja. Was ist für dich in einem Satz ein Dokumentarfilm? Echtheit. Also es ist ein Wort. Es ist was Wahrhaftiges. Für mich ist Dokumentation das echte Leben. Es ist einfach die Wahrheit und Faszination. Also ich kann es nicht in einem Satz, ich kann es nur in Wörtern beschreiben. Und das also diese Faszination am Dokumentarfilm hat mich auch dazu gebracht, meinen Film zu machen. Ziemlich präzise. Kann man den Film nochmal auf dem Festival sehen oder war es die einzige Vorstellung? Das war jetzt nur die einzige Vorstellung, weil er ja unter dem Student Award läuft. Das heißt, wenn Daumen drücken, kriege ich vielleicht einen Award. aber das war jetzt das erste Mal, aber ich habe die Hoffnung, dass er noch auf anderen Festivals und vielleicht bei anderen Screenings laufen wird. Super, da drücke ich ganz viel die Daumen. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Und ein schönes Festival noch. Ja, finde ich auch.